So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Dead Space Reupload Projekt hier bei euren Gear Tobi und es geht jetzt weiter. Au. Cool. Ja, ich wollte gerade noch was essen. Ich habe ja eigene Bude und da gibt es keine Mami, die ein Essen macht, deswegen ja, muss man eben halt selber, ist ja logisch. Und deswegen habe ich ihm halt nochmal Aufnahmestopp und alles gemacht. Naja, ihr werdet ja sowieso nichts davon merken, weil wenn das Video hochgeladen ist, dann ja und ihr es gerade anschaut, dann mache ich bestimmt schon wieder was anderes, also Projekte machen und so weiter. So, jetzt sind wir gerade hier, wo auch dieser eine Shuttle ist, wo wir dann hier von hier wegkommen könnten. Mann! Tobi, hast du dein Video schon online gebracht oder wie? Ja, ich habe mein Video jetzt. Ja. Auch schon fertig verarbeitet und alles. Ja, so viel. Ah, okay. Na, gucke ich mir dann nachher mal an, denn. Ich weiß ja nicht, bist du eigentlich bei Facebook online da? Nee, ne? Ja. Oh. Dann schick mir das an meine Pinnwand. Ich guck mir das sonst mal an. Ja. Nicht, dass ich das wieder vergesse oder so. So. Wo müssen wir hin, da? Ich rede noch wegen noch Tobi, weil die sind ja noch in der Party. Das wissen vielleicht einige, die noch hinterher schauen. Navi-Karte. So, wir haben ja mal alles fertig gemacht mit dem Ding. Ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Okay. Deine Typ soll ja gleich kommen. Wohl. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ah, so sieht das also aus. Nein! Wir haben gerade die Gegner aufgeweckt mit unseren. Ah, dieser Typ. Boah. Mann! Boah, ey. Boah, noch ein Viech. Alter, wir müssen auch noch das andere. Wow. Alter. Boah, sind die Viecher widerlich. Boah. Boah. Alter, die Viecher sind richtig nervig. Boah. Mann, hier ist auch nichts. Alter. Viech da ganz zersuppelt herum. Hör auf Drogen, ey. Aha. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Mann. Aua, Mann. Hey.
Komm schon. Na, komm her. So, das Viech will sie entpuppen. Wir müssen uns gerade beeilen. Beeilen, beeilen, beeilen. So, jetzt. Wird geburnt. Geil. Geschafft. Und jetzt? Ah. Dockhalterung gelöst. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich, ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Und der geht da jetzt rein. Toll. Shuttle-Sicherung gelöst. Ah, okay. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. So, guck mir mal. Oh, hier liegen so Magazine auf dem Boden. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir. Und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Oh mein Gott. Dann lässt er sich auch noch von den Viechern angreifen. Naja, dann. Bestimmt werden wir ihn gleich wiedersehen, oder? Na, wo bist du denn, du Dreckskerl? Du bist jetzt bestimmt einer von denen. Jetzt können wir in diesen Raum hier rein. Nee, da lang nicht. Da. Tja, das ist so mit ihm passiert, mit den verrückten Typen. So, dann müssen wir jetzt wohl hier wieder zurück. Und dann haben wir wohl diesen Kapitel geschafft. Kapitel 10, das Ende aller Tage, abgeschlossen. Nun nähern wir uns Kapitel 11, alternative Lösungen. Mr. Clark, ich
nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Okay. Wenn wir schon irgendwie hinkriegen, ne? Nein, das war falsch. Mutter. Oh. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Safe reingemacht. Plasma-Energie. Da. Und schnell kaufen. Wow. Alter. Heftig. Ich mag diese Viecher nicht. Da bleibe ich auch dabei. Sind richtig doof. Da, okay. Oh, das hat sich nicht gerade gut angehört. Ja, jetzt muss ich mal nach oben oder nach unten. Nach unten. Okay. Moment. Achso, ja, stimmt ja. So, ich habe nochmal mein Design nochmal angeschrieben. Der Drunke, ich hätte, wenn du ein Bett hast, dann hätte ich das einfach immer mitgenommen. Na denn, okay, weiter geht's. Sorry nochmal deswegen, ich musste nochmal an ihn nochmal schreiben, wegen Partnerdesign und so weiter. Ist oft. Alter. Boah, Alter. Bam! Übel. Nein, nicht du schon wieder. Boah, zum. Ey, erledigt. So, da müssen wir weiter. Da können wir nicht mehr weiter. Sieht auch ganz schön heftig hier aus, ne? So, einsammeln. Starten. Fracht wird geborgen. Da ist der Marker, Leute. Der Marker. Für den er alles jetzt schuld ist hier gerade. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesemodul benötigt. So, dann bringen wir das Ding hier wieder raus. Man sieht ja schon, dass die ganzen Necroforce. Boah. Nein! Nimm das! Boah, sind das viele hier. Boah. Nein! Aua, nein! Alter, was war das denn jetzt gerade?
Oh, wie die alle ausrasten da jetzt auf einmal. Nur wie die Marker. Boah, ich will die Marker. Drehen die alle durch da, ey. Alter, das ist heftig im Spiel. Oh, er ist ein Kapitel weiter als hier. So, da. Nochmal versuchen. Ach ja, ich muss nochmal schauen bei den Optionen. Steuerung. Oh, erledigt. Ja, das können wir gut gebrauchen. Wo ist eigentlich diese Konsole? Da. Da ist es, ja. Wow. Mann. Was sind nicht alle wieder aus hier? Boah. Alter, das gibt's nicht, ne? Das ist ja brutal hier. Aua. Mann. Das ist auch wieder so einer. Erledigt. Ganz schön viele Dinger unten, ne? Was da so gelagert wird. Oh nein. Boah, noch mehr von denen. Boah. Heftige Sache, wie das abgeht, ey. Nein. Oh, verdammt. Nein, aua. Mann. Wie das abgeht, ey. Boah. Oh, irgendwie erledigt, ey. Aha, okay. Das ist noch so ein Viech. Alter. Galaktische Mega Tentakel. Mann. Ist ja widerlich, was da unten ist. Boah.
Mann, ich bin noch down. Geht doch. Oh nee, noch einen. Ja, Mann. Geht doch. Yeah. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Der Lastenaufzug. Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt ins Shuttle verladen. Beeilung. Ach da, okay. Oh mein Gott, noch mehr Necrophors. Die alle ausflippen hier. Alter, das war ja schon echt derbe, was hier abgeht, ey. Boah. So, jetzt haben wir wenigstens die Marker jetzt immer hier weggebracht. So, wo werden wir uns jetzt hinbegeben? Ach da! So. Ach ja, jetzt müssen wir die Marker jetzt auch zum Shuttle bringen. So. Da lang. Oh nein. Oh. Verdammt. Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Alter. Quarantäne aufgehoben. Ah, so. Zum Flughangar. Jetzt kommen wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Ah, okay, da kommt er ja. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Ah, okay. Ach ja, da ist ja dieses coole Schätzchenlein, was wir nehmen können. Dafür kriegt ihr auch einen Gamerscore, Leute. hier, da sieht man das ja auch. Es gibt immer Peng. So.
So, dahin. Schwerkraft. Eintritt Schwerelosigkeit. Yeah. Schwerelos, schwerelos, den Marker zum Schiff zu bringen. So. Was haben wir denn hier? Dann holen wir mal die Marker her. Achso, nee, nee, das ist es nicht. Hm. Wo kommt der Marker nochmal her? Hm. Ganz da hinten. Oh. Stimmt ja, da müssen wir jetzt mal von da hinten holen. Da ist er ja. Oh ja. Und Besuch kriegen wir auch. Wow. Blöde Viecher. So. Komm her. Ganz sachte den Marker hinbringen. So. Komm. Ah, nee, er kommt da ja nicht mehr durch, stimmt ja. Ah, sehr schön. Oh. Einfach mal weg damit, die stehen einfach mal so im Weg. Ne? Ja. Nein. Hä? Wann mal wieder zurück? Ah, ich verstehe. So. Drehen wir das nochmal? Ah, haha. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Tschack. Oh, was haben wir denn hier? Weitere Gesellschaften. Ah, Mann. Mist. Alter. Bam. Yeah. Aha. Also wir müssen ihn dahin schieben. So, dann wird er gleich eingeladen. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Okay, sehr schön. Ah, nee. So. Nee. Ha. So. Ja, hätten wir es jetzt geschafft. Okay, das brauchen wir, das nicht.
Okay. Ende der Schwerelosigkeit. So, jetzt kann er den Marker. Lieferung 782 wird geladen. Genau. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Ja. Können wir machen. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Oh oh. Oh nein. Warte, Emilia. Wo gehst du hin? Warte. Oh mein Gott, wer ist jetzt da drinne? Ey, wer haut ab? Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Hey! Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort! Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich! Bitte! Ich liebe dich. Oh mein Gott, sie hat uns verraten. Ey, diese miese Hure. Das kann doch nicht sein, ey. Mann. Haben wir alles gegeben für sie und wir waren sogar ein Team. Und jetzt kommt auf einmal sowas hier. Und jetzt will sie einfach mit die Marke abhauen. Ohne dass jetzt irgendwie... Ja, und ohne die Sache jetzt zu Ende zu bringen. Das bringt kein gutes Ende mit sich. Oh mein Gott. Alter. Ja, mein Geld. Okay, das hätten wir geschafft. Boah, ey. Ehrlich. Isaac, bist du das wirklich? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Okay. Wie sie voll davon fliegt, da. Jetzt können wir sie wieder zurückholen. Haha. Isaac, was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Oh, doch, du kommst jetzt wieder her. Crew Shuttle USG 09.
Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Okay, los geht's. Lass uns da durch. Ha! So hat sie sich zu schnell gefreut. Okay, gut. Na los. So. So, jetzt müssen wir Schelme geben. Da. Hey, da waren welche Vier drinne. Alter! Mann! Oh, super, ey. Nein! Oh, Mann! Nein! Oh! Warum schon wieder? Ja, genau. Ihr seid die Geilsten, ey. Ah! Boah, geschafft. Oh, schnell weg hier. Du tust das Richtige, Eis. Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du bist jetzt zurück. Jetzt kann es nicht mehr aufhören. So. Kapitel 11. Alternative Lösung. Abgeschlossen. Nun haben wir Kapitel 12. Tod im All. So, von der Ishimura. Wenn wir jetzt direkt jetzt auf den Planeten gehen, also zur Kolonie, dann werden wir sehen, was uns da jetzt erwartet. So. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Okay, werden wir machen. Werden wir machen. So. Ja, muss ich einfach die ganze Zeit rumhauen. So, boah, die Sonne. Joa. Okay. Das ist die Call. Wir müssen da hinten hin. Na, Nicole? Ach, da ganz da hinten. Oha. Ja, diesmal war es schon virtuell längerer Part. Ja. Aber das wollte ich nicht, ich euch jetzt nicht hier gehen lassen so. Und deshalb habe ich das immer ein bisschen länger gezogen. Aber ich hoffe, es hat euch so gefallen. Bewertet, kommentiert. Oh, sorry, ich muss jetzt irgendwie gehen, keine Ahnung. Ja, bewertet und werdet ein Teil der Community, das wäre echt geil. Also Leute, haut rein.
bis zum, ich denke mal, letzten Part vielleicht bei Dead Space. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Mal gucken. Okay, Leute, haut rein. Euer Gigatobi und ciao.